5 nach halb 8, es ist hier die Radio Salü Morgen Show am Montagmorgen und es ist echt krass, was da die Barmer Versicherung rausgefunden hat. Und zwar, Saarländer sind ganz besonders häufig krank im Bundesvergleich. Im Schnitt 20,6 Tage im Jahr und das sind 3 Tage mehr als alle anderen Bundesbürger. Das ist natürlich eine jede Menge Geld, wenn man das mal so zusammenrechnet, auf wirklich alle, die da dann krank sind. Ja. Aber woran liegt das denn wohl? Der Fotzi aus Berlin hat sich gemeldet. Also als ich noch im Saarland gewohnt habe, ist mir aufgefallen, dass die Leute ziemlich dick gewesen sind. Und das sagt ja dann wohl einiges. Und das war immer Top-Thema. Eischhanden, Eischhandepein, Eischhandefreck. Und da habe ich gedacht, nee, Eischhand gar nicht. Und da, ja, wie gesagt, vielleicht sollte man mal ein bisschen mehr Sport treiben. Aha, das ist also die Berliner Meinung. Ganz schön am Angreifen hier. 0681 3909. Was sagt ihr? Woran liegt das wohl, dass wir Saarländer häufiger krank sind als alle anderen Bundesbürger? Ja, und wer heute die Flemme hat, der kriegt jetzt Saarlands besten Musikmix auf die Ohren. Eine richtig schöne Ballade von Tom Walker mit Leave a Light On bei Radio Salü.